Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute erzähle ich von der Etappe 2 vom Wien-Rund-Umma-Dumm-Wanderweg. Das ist sozusagen die Fortsetzung von der Episode 76 vom 26. Oktober. Da habe ich von der Etappe 1 berichtet. Das war von Nussdorf bis zum Kobenzl. Und heute geht es weiter vom Kobenzl bis zum Häuserl am Rohrn. Der Wien-Rund-Umma-Dumm-Wanderweg hat insgesamt 120 Kilometer und ist in 24 Etappen aufgeteilt. Also das wird sich wahrscheinlich so über ein, zwei Jahre ziehen, bis ich die gesamte Strecke absolviert habe. Aber das macht nichts. Und genau, also in der letzten Folge haben wir geendet am Kobenzl. Und jetzt geht es weiter. Diese Etappe hat 4,9 Kilometer. Die Gehzeit ist mit 1,15 bis 1,45 Stunden angegeben. Wir haben wieder ein bisschen länger gebraucht, ungefähr 2,5 Stunden. Aber wir sind sehr gemütlich gegangen, ab und zu stehen geblieben, Foto gemacht, die Aussicht bewundert. Ja, und wir sind wirklich halt sehr, sehr gemütlich gegangen. Das war aber sehr angenehm. Also man könnte sicher, wenn man zügig geht, das ein bisschen schneller machen. Aber muss ja nicht sein. Es geht diesmal nicht so stark bergauf wie beim letzten Mal. Das letzte Mal der Nasenweg auf den Leopoldsberg, der war schon recht anstrengend, recht steil. Diesmal ist es eher gemütlicher, gibt aber auch ein bisschen bergauf, bergab. Und es war wieder eine sehr interessante Strecke. Man kommt zum Beispiel zum Hermannskogel. Das ist der höchste Punkt von Wien, was ich bis vor kurzem gar nicht gewusst habe. Und der Weg überschneidet sich teilweise mit dem Stadtwanderweg 2, wo man auch zum Hermannskogel kommt, aber eine andere Strecke geht. Und zwar startet und endet man da in Sievering. Wir haben uns getroffen in Heiligenstadt und sind dann mit dem 38a hinaufgefahren zum Kobenzl, wo eben der Endpunkt der letzten Etappe war. Der Bus fährt auch relativ oft, ich glaube alle 10 oder 15 Minuten. Ja, und man geht dann bis zur Kreuzeiche, also das heißt bei der Kreuzeiche. Und ich habe nachgelesen bei Wikipedia. Die Kreuzeiche ist ein historischer Wegknotenpunkt im Kahlengebirge zwischen Latisberg und Vogelsangberg. Der Latisberg wird eben im umgangssprachlich Kobenzl genannt. Die alte Eiche existiert nicht mehr, es wurden stattdessen zwei neue Eichen gepflanzt. Dann geht es weiter zur Jägerwiese. Das ist eine sehr große Wiese, da gibt es auch einen Spielplatz und das Gasthaus zum Agnesbründel. Dort sind wir aber nicht eingekehrt. Das hat Mittwoch bis Sonntag geöffnet, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Wir waren an einem Montag dort, aber ich glaube, wir wären trotzdem nicht eingekehrt, weil das erst ein kleines Stück Weg hinter uns gelegen ist und wir wollten schon noch ein bisschen weitergehen, bevor wir was essen. Falls sich jemand die Speisekarte vom Lokal anschauen möchte, die Homepage lautet www.jägerwiese.at. Ja, und von der Jägerwiese geht es dann weiter zum Hermannskogel. Der ist 542 Meter hoch und damit der höchste Punkt von Wien. Da habe ich auch ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen. Also Kogel ist die Bezeichnung für einen kegelförmigen Berg. Und dort verläuft ungefähr 150 Meter nördlich die Landesgrenze zu Niederösterreich. Dort gibt es eine kleine Aussichtswarte, die sogenannte Habsburgwarte. Die wird vom österreichischen Touristenclub betreut. Also österreichischer Touristenclub, das klingt auch ein bisschen missverständlich. Das geht nicht um Touristen, sondern das ist eigentlich so etwas Ähnliches wie der Alpenverein. Die machen verschiedene Reisen, Wanderungen. Die betreiben zum Beispiel die Kletterhalle im ersten Bezirk in der Bäckerstraße. Und ja, da kann man Mitglied werden. Und gibt schon recht lang. Die haben vor ein paar Jahren dort auf der Habsburgwarte ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Und dieser ÖTK hat die Habsburgwarte 1888 gestiftet, aus Anlass des 40-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef. Sie ist 27 Meter hoch und wurde eben 1888 zu bauen begonnen und 1889 eröffnet. 1938 wurde sie in Hermannskogelwarte umbenannt, aber 1974 wieder zurück umbenannt in Habsburgwarte. Wir konnten nicht hinaufgehen, weil sie ist nur von April bis November geöffnet, am Wochenende.
oder nach Terminvereinbarung auch für Gruppen. Dann geht es hinunter den Hermannskugelweg bergab, vorbei am Christi-Agot-Wirt. Ich kann das schlecht aussprechen. Die Homepage lautet www.gdagw.at, also für Christi-Agot-Wirt. Und das befindet sich an der Kreuzung Höhenstraße mit Sieveringer Straße. Über die Höhenstraße habe ich in der letzten Folge, also nicht in der letzten, sondern in der letzten vom Rundum-Adum-Wanderweg Nummer 76 auch schon ein bisschen was erzählt. Das ist die längste Straße von Wien. Ja, und dann letztlich kommt man schon zu unserem Endpunkt, dem Häuserl am Rohrn. Das ist ein Gasthaus. Dort haben wir dann auch was gegessen. Das hat Donnerstag und Freitag geschlossen. Also so, dass immer entweder das oder das Agnesbründel geöffnet hat. Das ist ja recht praktisch. Die Internetseite lautet www.amroan.at. Das schreibt man R-O-A-N. Und da habe ich ein bisschen nachgelesen, was Rohan bedeutet, weil ich kenne das Wort eigentlich nicht. Und zwar ist das ein friesischer Name aus dem Althochdeutschen. Es ist auch ein männlicher Vorname und es bedeutet der Rabe, abgeleitet vom althochdeutschen Raban. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nur so recherchiert. Ich habe ja früher immer verstanden Häusel am Rohr, aber das stimmt nicht. Ja, und dieses Gasthaus gibt es schon sehr, sehr lange. Es wurde 1900 als kleiner Kiosk eröffnet, mit kleinen Speisen und Getränken. Und dann 1921 erbaut als Gasthaus. Es ist seit vielen Jahren in Familienbesitz. Und man kann auch draußen sitzen, nur wir waren ja jetzt im Dezember dort, also wir sind drinnen gesessen, war recht gemütlich und es gibt auch Wiener Küche, gibt ein paar vegetarische Dinge auch, also ich habe dann Eiernockerl gegessen, die waren eigentlich sehr gut mit Salat und ein paar hundert Meter entfernt gibt es noch das Häuserl am Stor, also quasi am Stein, das heißt so wegen dem steinigen Untergrund, der dort herrscht. Und das wurde auch ursprünglich als Imbissstand errichtet, 1923, und dann zu einem Restaurant oder Gasthaus umgebaut. Das ist deshalb steinig, weil es sich am Rande eines aufgelassenen Steinbruchs befindet. Ja, und da soll eigentlich der Autobus 43A, Station 3 Markstein, wegfahren. Uns hat aber die Wirtin geraten, zu einem anderen Autobus zu gehen. Ich glaube, dieser 43A fährt nur jede Stunde. Ich habe das ein bisschen nachgelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, fährt er im Sommer öfter und im Winter noch viel seltener. Und wir sind dann einen sehr steilen Weg hinuntergegangen. Und zwar sind wir da hinuntergegangen nach Salmansdorf. Da habe ich auch wieder was dazu gelernt. Ich dachte, das ist Niederösterreich, gehört aber zu Wien, zum 19. Bezirk. Das war bis 1892 eine eigene Gemeinde und wurde dann eben eingemeindet. Und da geht wirklich ein sehr, sehr steiler Weg hinunter. Zuerst mit Stufen und dann einfach so steil hinunter. Und wir sind dann zum 35a gekommen. Der hat dort die Endstation, Salmansdorf. Ja, und so sind wir dann zurückgefahren. Er kommt vorbei an der S45 bei der Station Grottenbachstraße. Dann kommt er noch zur U6 Nussdorfer Straße oder U4 Spittelau. Ja, und das nächste Mal geht es weiter beim Häuserl am Rohrn. Da werden wir noch schauen, ob wir da mit dem 43a vielleicht fahren oder ob wir wieder diesen steilen Weg diesmal bergauf gehen. Das wird ein bisschen anstrengend gleich am Anfang. Aber ja, da lassen wir uns überraschen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.